Es ist sehr belastend, das menschliche Leid und die Perspektivlosigkeit zu sehen. Die Menschen haben kaum Chancen für die Zukunft und es ist eine Situation, die einen sehr betroffen macht. Es gibt vielfältige Ursachen. Einmal natürlich die Dürre. Wenn zweimal die Regenzeit ausfällt, dann können Sie mit noch so guter Politik nicht viel tun. Aber Sie können unterstützen, dass es in der Zukunft nicht wieder so schlimm wird. Zum Beispiel, indem man Wasser auffängt und speichert. Zum Beispiel, indem man die Entwicklung ländlicher Räume fördert durch Ausbildung, durch Infrastruktur, Straßen, dass man die Produkte vom Feld zum Markt bringt. Aber ein weiterer Grund sind natürlich auch die Kämpfe in Somalia seit über 20 Jahren, sodass die Menschen fliehen aufgrund der Dürre und der Hungersnot. Aber sie fliehen auch wegen des Krieges. Und es gab immer wieder Dürren und Hungerskatastrophen in Ostafrika. Mit Sicherheit sind die Klimaveränderungen auch mit Grund für die Härte der jetzigen Katastrophe. Aber die Entwicklung ländlicher Räume ist auch in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt worden. Und deswegen haben wir uns das zu einem der Schwerpunkte unserer Entwicklungszusammenarbeit gemacht. Die meisten armen Menschen leben auf dem Land. Die meisten Menschen überhaupt leben auf dem Land. Und die meisten Hungernden leben auch auf dem Land, wo es eigentlich nicht sein müsste. Dann sehr konkret im Bereich der Bildung. Einfachste Tröpfchenbewässerung. Das muss man lernen. Man kann lernen, wie man bessere Produkte und mehr Produkte durch richtige Anwendung von Gerätschaften erzielen kann. Man kann lernen, Nachernteverluste zu verhindern. Teilweise 40% der Produkte vergammeln wegen falscher Lagerhaltung oder weil sie nicht zu einem Markt gebracht werden kann, wegen fehlender Straßen oder Transportmöglichkeiten. Es gibt in Kenia Regionen, wo Überproduktion stattfindet in der Landwirtschaft und es gibt Regionen, wo es gar keine Produktion gibt. Aber es gibt keine Möglichkeit, die Produkte rechtzeitig vom einen Ort zum anderen zu bringen. Das sind alles einfache Dinge, die man machen kann. Oder Wasser auffangen, indem man eine Regenrinne an ein Dach baut und ein Fass drunter stellt. Das kann schon mal eine Zeit lang überbrücken, wenn das Fass groß genug ist. Also wir haben ja schon im letzten Jahr begonnen, als im Oktober die Regenzeit ausgefallen ist, im Bereich der Entwicklung ländlicher Räume und der Not- und Übergangshilfe zu arbeiten und haben in diesem Jahr jetzt bis zu 151,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Kurzfristige Nothilfemaßnahmen, aber auch mittelfristige Maßnahmen, eben um die nächste Dürre, die wahrscheinlich kommen wird, weniger dramatisch zu gestalten. Ich halte die Situation in Ägypten für noch nicht abschließend beurteilbar. Es gibt eine Demokratiebewegung, genau wie in anderen Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens, die wir ausdrücklich unterstützen. Die wir unterstützen durch politische Stiftungen, aber auch durch Maßnahmen, die den Regierungen und den Verwaltungen ermöglichen, Wahlgesetze zu erlassen, die das Wahlergebnis erst nach der Wahl und nicht schon vorher feststellen. Und wir helfen natürlich auch im Bereich beruflicher Qualifikation, Ansiedlung von Firmen, weil ein Großteil der Proteste auch in Perspektivlosigkeit bestanden hat. Und ich glaube, wir brauchen nicht nur eine politische, sondern auch eine wirtschaftliche Antwort für die jungen Menschen in Nordafrika. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass wir eine gesamteuropäische Flüchtlingspolitik benötigen. Wer weiß, dass in Kenia, in Dadaab, über 400.000 Menschen aufgenommen worden sind und es noch weitere Flüchtlingslager in Kenia gibt, der kann sich annähernd vorstellen, was dort geleistet wird. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen die WTO-Handelsrunde, die sogenannte Doha-Runde, möglichst schnell entwicklungsorientiert abschließen. Das heißt, wir brauchen freie Märkte. Wir brauchen dadurch auch die Möglichkeit, nicht nur, dass wir Handel betreiben können, sondern auch, dass andere mit uns Handel betreiben. Gerade unter der Überschrift Nordafrika ein ganz wichtiges Thema. Da versuchen wir uns auch in Europa einzusetzen. Das heißt, wir setzen uns ein, wir versuchen eine Veränderung herbeizuführen, dass die Märkte geöffnet werden, gerade für landwirtschaftliche Produkte. Aber es ist noch ein weiter Weg. Das ist eine schwere Niederlage für meine Partei und ich bin vom Willen beseelt, dazu beizutragen, dass wir möglichst schnell wieder möglichst stark werden. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Niemann. Gerne.